Ein feuriges Willkommen an all jene, die sich gerade zugeschaltet haben. Ihr hört die knisternden Beats von Lego City Radio. Und die Vorhersage für heute lautet: heiß, heiß, heiß! Lego City. Zwei Jahre, seit sie mich weggeschickt haben. Bin jetzt ein besserer Cop. Schlauer und schneller. Was bringt dich denn wieder her, Chase McCain? Eine alte Bekanntschaft, ein Versprechen und eine Schuld, die beglichen werden will. Geschäftlich oder privat? Ich muss das hier für dich ausfüllen. Vielleicht keins, vielleicht beides. Hey, aber irgendwas muss ich hier ankreuzen. Jo. Ich bin der König der Welt. Keine Sorge, das kann man ausbeuten. Feuerwehrmann! Kein Problem für einen alten Seebären wie mich. Ganz geschmeidig in den Hafen. Jo. 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 Und was bringt Sie nach Lego City, junge Dame? Dieses Schiff? Schnickschnack. Okay. Ich glaube, das wird witzig. Bürgermeisterin Gleason. Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Das war sicher nicht einfach für dich. Musste mir einen neuen Ausweis machen lassen. Ich dachte da mehr an dein Verschwinden damals, aber gut. Also machen wir es kurz. Rex Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Was? Geht es Natalia gut? Keine Sorge. Sie ist immer noch im Zeugenschutzprogramm. Ich muss sofort mit ihr reden. Ich gebe dir ihre Nummer. Aber wenn du sie wirklich schützen willst, dann schnapp dir Rex Fury und buchte ihn ein. Nochmal. Chase, die ganze Stadt leidet unter einer Welle der Kriminalität. Wirklich? Ja, schau doch. Hi! Und ich bin sicher, okay, das ging schnell. Nur du kannst uns helfen, Chase. Mach dich auf den Weg zur Polizeistation und finde Rex Fury. Okay. Ja, Kapitel 1, neue Gesichter und alte Widersacher. Und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play auf diesem Kanal. Und zwar herzlich willkommen zu Lego City Undercover. Oh, wir haben einen Polizeiwagen. Steig in den Polizeiwagen ein. Das werden wir doch gleich mal machen. Erstmal gehe ich meiner alten Sammelleidenschaft hier in Lego nach und sammel erstmal ein paar Münzen. Das ist nämlich hier die Währung in Lego. Ich weiß nicht, ob viele von euch noch die alten Lego-Spiele wie Lego Star Wars, Lego Indiana Jones oder sowas kennen. Aber, das ist ein Teil meiner Kindheit und dieses Spiel ist vor knapp einem Jahr endlich auf Steam erschienen. War lange Zeit ein Exklusivtitel, nur für die Nintendo Wii U, glaube ich. Und, okay, man kann jetzt hier Bauteile anscheinend sammeln. Und, wir gehen jetzt aber direkt mal in den Polizeiwagen hinein. Einsteigen konnte man immer mit U. Und irgendwie Gas geben ist jetzt mit J, also beschleunigen. Wir werden hier erstmal abhauen. Jo, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nicht mit W Gas zu geben. Das ist ein bisschen... Uiuiuiuiui. Aber es lässt sich doch relativ gut steuern. Ups, sorry. Ups, sorry. Ja, die Wagen gehen auch nach einer gewissen Zeit kaputt.
Nein, ich will nicht in die Straßenbahn reinknallen. Okay, eine Verkleidungskabine. Okay. Wir überfahren die Leute mal nicht. Ich glaube, die lassen sich eh immer nur schwer überfahren. Genau, die springen immer aus dem Weg. Das sind halt so richtige Lego-Spiele und wir werden jetzt hier endlich mal... Ah, da ist die Polizeistation auch schon. Und ja. Spezialauftrag, zurück auf der Schulbank. Sparst du gerade auf etwas Schönes? Oder auf etwas, das jemand anderem gehört hast, du kaputt gemacht oder verloren hast? Okay. Mit den roten Steinen. Stimmt, es gab immer so Spezialsteine, die dann spezielle Boni freigeschaltet haben. Erstmal ein Klischee erfüllen. Hast du Hilfe mit den Donuts? Nein, geht schon, danke. Ich bin übrigens Frank Honey. Chase. Chase McCain. Chase McCain? Eine Legende! Stimmt es, dass du Rex Fury dingfest gemacht hast? Hab dazu beigetragen. Deputy Dundee hat die eigentliche Festnahme gemacht. Und ich bin auch keine Legende, sondern ein normaler Cop. Genau wie du, Honey. Wow! Yeah! Okay. Ja, vielleicht nicht ganz genau wie du. So, wie wär's? Der typische Lego-Charm. Es wäre mir eine Ehre. Ich warte drinnen. Auf dich. Okay. Wie passt er damit durch die Tür? Notruf, Notruf, Notruf. Okay. Fünf, 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 fünf. Hallo? Natalia? Chase? Ja, ich bin's. Geht's dir gut? Fertig. Bist du verrückt geworden? Mich anzurufen? Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm. Ich war besorgt. Rex ist ausgebrochen. Dachte, er wäre hinter dir her. Weiß ich, aber er ist nicht hinter mir her. Der Chief hat mir persönlich versichert, dass Rex die Stadt verlassen hat. Was? Die Bürgermeisterin hat gerade das Gegenteil behauptet. Was? Soll ich? Ja. Ich will doch hören, ob du in Sicherheit bist. Dass ich in diesem Schlamassel stecke, ist allein deine Schuld. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an. Natalia Smith, bitte zur Mercy Hearts Rezeption. Im Mercy Hearts Krankenhaus. Nein! Ja, aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir hier ist, bleibe ich ganz sicher nicht hier. Elektrisierend. Rex. So, und jetzt schauen wir uns hier mal um auf der Polizeiwache. Also, ich... Frank. Hä? Nee, ach ja, scheiße, ich bin ja Chase. Reparieren tue ich auch noch immer. Noch zwei Festnahmen diesen Monat und ich gewinne ein Waffeleisen. Hey, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich bemerkt der Chief, wie schön ich die Haare heute hab. Dann hätte sich die Kahlrasur letzte Woche ja gelohnt. Frank. Definitiv. Die Treppen reinigen. Ich reinige die Treppen. Habe das Wasser vergessen für die Treppen. Was? Bis wir die Kamera wiederfinden, sollen wir die Gesichter der Leute für Fahndungsfotos fotokopieren? Na, dann. Frank! Frank! Das geht einfach nicht ab! Ist das auch wirklich sicher, Frank? Aber natürlich ist... Jo, okay. Okay. Hallo, das hier ist unser Zentralcomputer. Der qualmt nur Blausteine, nicht so. Die bringen 1000. Wurde heute Morgen gehackt. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit einem Hammer. Mit einem Hammer. Zentralcomputer einsatzbereit. Sicherheitsabriegelung aufgehoben. Aufzüge wieder in Betrieb. Ah, nicht schlecht. Mal sehen, wer sich reingehackt hat. Oh, sag Bescheid, falls es Probleme gibt.
Mit Computern kenne ich mich aus. Computern. Okay. Ja, Computern. Zeit für den Keller. Das geht einfach nicht ab. Hätte doch an diesem Seminar teilnehmen sollen. Da komme ich nicht hin. Ah, ich soll den Aufzug nehmen. Ja, Frau Bürgermeisterin. Ich informiere die anderen über Rex, aber ich sag doch, der ist sicher schon über alle Berge. Diese Wichtigtuerin schickt mir einen Spezialisten aus Übersee als Verstärkung. Chase McCain? Dundee, du, Sie sind der neue Chief? Mann, ich sehe dich zwar nicht gern hier, McCain, aber immerhin kann ich dich jetzt rumkommandieren. Sieh zu, dass du dich nach unten scherst und eine Uniform anziehst! Seid ihr zwei alte Freunde? Ja. Hast du das angeforderte Material auf meinen Tisch gelegt? Ja, Chief. Ich bin in meinem Büro. In 10 Minuten gibt es eine Lagebesprechung zu Rex Fury. Obwohl er jetzt natürlich schon über alle Berge sein wird. Und bis dahin, keine Störung! Okay. Arschloch. Na toll. Ja, er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Was? Komm, wir holen dir eine Uniform. Gute Stimmung. Okay. Das würde ich anders interpretieren. Das ist unser Keller. Ich führe dich rum. Boah, das sieht richtig geil aus. Ich bin mega froh, dass ich das Spiel endlich spielen kann, weil das war eine Zeit lang exklusiv für die Wii U. Hier findest du Chucks Fahrzeugservice. Am Anfang hast du nur Zugriff auf ein Modell, aber wenn du deinen Job gut machst, kriegst du Zugriff auf einen ganzen Haufen. Tatsächlich? Wie viele sind's bei dir, Frank? Wir sollten wohl mal weiter. Null. Der Aufzug zu diesen Räumen ist außer Betrieb. Laut Chuck zu deiner eigenen Sicherheit, weil da oben ein Monster lebt. Ein Monster. Genau. Bitte lass es mich nicht fressen. Schon klar, Frank. Schon klar, Frank. Ich kann die Sachen noch nicht zerstören. Was ist hinter dieser Tür? Oh, hier kommen wir nochmal her. Ist etwas Besonderes. Komm, wir suchen dir eine Uniform. Wir haben heute eine neue bekommen. Irgendwo sollte also eine sein. Oh. Ich hoffe, dass... Ich habe am Anfang eine gebrauchte von jemandem bekommen. Das Kleid stand mir wirklich gut. Das Kleid? Sieh in diesen Kisten nach. Das ist ja schlimmer als Sportunterricht Mach in der dich Schule. Bereit. Los, steigt euch mir an! Okay. Warum muss man heutzutage alle Möbel selbst zusammenbauen? IKEA. Da ist ein goldener Haar. Freigeschaltet. Chase McCain, Polizist. Okay. Und wie wechsle ich da jetzt hin? Freigeschaltet. Waze Make Peace. Okay. U gedrückt halten. Hey, gut siehst du aus. Jetzt, wo du deine Uniform hast, zeige ich dir den besonderen Ort. Das ist die Ausgabe. Die Ausgabe. Hoffentlich ist Ellie da. Dass er nach all der Zeit immer noch das Passwort kennt. Ellie, bist du da? Bist du das, Frank, Honey? Moment! Das hier ist die Ausgabe und der Beweismittelschrank. Das Reich von Ellie. Hey, Jungs! Oh, ich wusste nicht, dass du da bist. Du hast gerade mit mir gesprochen. Oh. Hallo. Schönes Stilmittel. Ich bin Chase. Ja, das ist der Typ, von dem du mir erzählt hast. Chase McCain! Nett, dich kennenzulernen, Chase McCain. Mein Onkel Duke hat mir alles über dich und den Fall Rex Fury vor ein paar Jahren erzählt.
Tatsächlich? Keine Bange. Auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja. Das ist ein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Okay. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Braver Junge. Ich melde mich, wenn die Verbindung steht, Chase. Okay. Glaub, der ist verliebt. Komm! Okay, ab geht's hoch. Hier lang, Chase! Ab zum Hauptcomputer. Lego City. Da bist du ja! Ab an den Zentralcomputer mit dir! Computer? Kommunikator verbunden. Aktualisierung läuft. 1% abgeschlossen. Oh, Fortschrittsbalken. Hey, Frank! Jemand muss den Chief wecken gehen. Hat er jetzt alle Donuts gefressen? Ganz sicher nicht. Der feuert mich nur wieder. Ah, die Besprechung über Rex Fury wollte ich mir sowieso sparen. Hast du noch den Schlüssel zu seinem Büro? Ich hab ihn doch hier in der Hand, oder? Nein. Oh, dann habe ich ihn verloren? 100% abgeschlossen. Ich helfe dir beim Suchen. Je früher der Chief wach ist, desto eher kann ich mit der richtigen Polizeiarbeit anfangen. Ah, hier sehe ich, wie lange ich spiele, danke. Oder was? Und zu wie viel Prozent ich es abgeschlossen habe, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Da pausiert die Spielzeit nämlich. 1. Hey Chase, hast ja deinen Kommunikator zum Laufen gebracht. Ja, aber jetzt muss ich Frank bei seiner Schlüsselsuche helfen. Kein Problem. Ich habe die Software auf deinem Kommunikator aktualisiert und seinen Scanner aktiviert. Sein Bildschirm zeigt dir jetzt Dinge an, die du sonst nicht sehen würdest. Geister zum Beispiel. Das war dein Spiegelbild, Frank. Danke, Ellie. Diese irren, glubschigen Augen gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe das Gefühl, ich bin mit ein paar Verrückten hier unterwegs. Freigeschaltet, Detektivskin. Okay. Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro der... Du willst den Chief wecken? Okay. Wenn du damit fertig bist, hätte ich dann noch ein Wespennest für dich, in das du reinstechen könntest. Darf ich das machen? Ich weiß, wie das geht. Hatte es allerdings für eine Piñata gehalten. Das kommt mir jetzt so. War es aber nicht. Die Süßigkeiten... Hey, ah, das ist du der Schlüssel. Hast ihn! Das ist dann der Schlüssel. Kannst du ihn ja wecken. Hab was Wichtiges zu erledigen. Ja, ja, ich geh ihn wecken. Ich geh. Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des Chiefs, falls nicht schon alle weg sind. Na los, die Einsatzbesprechung, Chief. Wachen Sie auf! Ich will nicht. Okay, dann versuche ich's mal mit richtig Getöse. Das Klopfen an der Tür hört er sicher nicht. Er hat einen tiefen Schlaf. Oh, ein Radio. Wer da? Ich hab nur meine Augen entspannt. Und meine Arme. Und Beine. Oha! Du schon wieder. Toll! Besprechungsraum! Eine Minute! Ist das jetzt das Intro? Obwohl, ne, wir hatten ja schon ein Intro. Ruhe bitte! Hey, Harry. Wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es 6 oder doch nur 5? Nun ja. Okay, auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahnden sollten. Rex Fury. Ist der riesig! Rex gelang vor 3 Monaten die Flucht von der Albatros-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Behaltet das also im Hinterkopf. Also,
Rex Fury hat sich schon im Alter von 6 Jahren dem Verbrechen zugewendet. Okay. Liebe Güte, ein durchaus wichtiges Detail, möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Unseren Durchbruch. Ich verstehe die ganzen Anspielungen noch nicht. Zeugin. Geheim, allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Vor dem Rasenmäher, rechts ran! Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, hab ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum... Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Okay, ich würde behaupten, da ist gerade ein Überfall im Gang. Ich hätte da noch eine Frage, Chief. Okay, wenn du in ein Taxi steigst, kannst du bestimmen, wo es dich hinfährt. Genau wie wenn du in ein Taxi steigst. Übrigens, wenn du auf eine Insel möchtest, solltest du rechtzeitig die Fenster hochfahren. Okay. Bereit, es den Verbrechern zu zeigen, Chase? Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Natürlich. Ich würde... Zeit einen Monat lang alle Donuts für den Chief. Er macht alles kaputt. Ich würde sagen, das wär's aber für die erste. Hey Chase, ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Navigationssystem aktiviert. Damit kannst du dich leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert. Ja. Habe ich gesehen. Ach so. Ja. Perfekt. Folge jetzt einfach der grünen Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. Okay. Werde ich machen. Aber ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Denn wir haben die erste Folge, denke ich mal, ganz gut hinter uns gebracht. Ich hoffe... Chase? Ja, Honey? Ich habe mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Rex Fury? Nee, irgendein... So, dann springen wir hier mal wieder runter. Und das wär's dann jetzt aber für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Lego City Undercover. Ja, bis dahin und bye bye.